Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen alle zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam sichtbar in der Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, hier vor Ort und an den Monitoren. Ein Mehrfaches ist es, was wir also heute in den Blick nehmen dürfen. Zunächst natürlich die Sternsinger und Sternsinger, die sich auf den Weg machen. Diesmal anders, aber sie tun es dennoch. Sie wollen ein Zeichen setzen für den, der da für uns geboren wurde, Jesus Christus. Und der da geboren wurde, ist es auch der getauft wurde. Davon haben wir gerade in der Lesung aus dem Evangelium gehört. Jesus lässt sich taufen, so wie die meisten von uns wahrscheinlich auch getauft sind. Und wir dürfen zu ihm gehören. Dazu heißt es dann auch, wer zu ihm gehört, der lebt in Gemeinschaft mit ihm, aber auch mit all den anderen Menschen in dieser Welt. Christ kann man nicht nur in einem Land sein oder nur in einer Familie oder nur für sich, das geht nicht. Christ ist man immer für alle auf der ganzen Welt. Und da kommen wir dann auch wieder zu den Sternsingern zurück, letztlich natürlich auf die drei Weisen aus dem Morgenland. Und wenn wir das so im Hinterkopf haben, wäre zum Beispiel die erste Frage: Wo kann man denn heute den Weisen aus dem Morgenland begegnen? Die sind nämlich hier irgendwo ganz nah in einer Stadt, da gibt es deren Gebeine. Das wäre immer die erste Frage, denn das müssen wir unbedingt wissen. Wo sind die Gebeine der heiligen drei Könige? Kennt ihr bestimmt. Eine recht große Kapelle am Bahnhof. Im Kölner Dom sind die Gebeine der heiligen drei Könige. Genau, da sind die im 12. Jahrhundert von einem Bischof, Konrad von Dasseln, hingebracht wurden. Und der hat die vorher vom Kaiser geschenkt bekommen, weil der Erzbischof ein guter Berater war für den Kaiser. Und der hat gesagt: Weißt du was, hier habe ich gerade mal so ein paar Reliquien, ein paar Knochen von den Weisen aus dem Morgenland, die schenke ich dir, die kannst du mit nach Köln nehmen. Also seit über 800 Jahren liegen nun diese Knochen von den drei Weisen aus dem Morgenland in unserem Kölner Dom. Das müssen wir natürlich wissen, weil wir leben im Erzbistum Köln. Das ist nämlich eine ganz wichtige Information. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, was haben die drei Könige damals dem Kind mitgebracht. Also die ersten Könige, die damals waren, drei Dinge haben die mitgebracht. In der Lesung, die Frau Viviere vorgelesen hat, sind zwei Sachen schon genannt worden. Eins müsst ihr wahrscheinlich noch ein bisschen überlegen. Fangen wir mal an. Weihrauch? Weihrauch war das eine, haben die mitgebracht? Myrrhe. Myrrhe, okay, sehr gut. Und dann das dritte noch? Gold. Gold, genau. Und das haben die ganz bewusst mitgebracht. Die haben ja nicht gedacht, so im Vorfeld, was für ein Spielzeug bringen wir dem Jesus mit.
Ist ja ein Baby, da kennt man ja ein schönes Spielzeug. Mit Weihrauch kann ein Baby nichts anfangen. Gold findet das vielleicht ganz nett, glänzt ja. Babys greifen ja allem, was glänzt. Und mit Myrrhe kann es gar nichts anfangen. Gold, Weihrauch und Myrrhe, ja genau. Aber als die Weisen das mitgebracht haben, haben die nämlich nicht so sehr nur an das Kind gedacht. Sie haben sich was dabei gedacht. Denn sie wussten, das Kind ist nicht irgendein Kind, sondern das Kind hat einen besonderen Vater. Manchmal sagen wir, der Josef wäre so der Vater. Aber das stimmt ja nicht. Im Evangelium haben wir gehört, der Vater von Jesus, der war und ist und wird auch immer sein. Gott. Gott, genau. Und für diesen Gott gibt es etwas ganz Besonderes, ein Symbol, nämlich der Weihrauch. Wenn wir Weihrauch nutzen im Gottesdienst, dann erinnern wir uns immer daran, wir verehren Gott. Auch wenn wir einander mit Weihrauch beweihräuchern oder den Papst oder sonst wie, dann gilt das immer eigentlich Gott. Dann hat man überlegt, dieser Jesus, der wird einmal König der Könige genannt werden. Auch am Kreuz kann man das sehen. Manchmal steht dann da Inri drüber. Das meint dieser König. Dem hat man das Gold gebracht. Und dann Myrrhe, das hat was mit seinem Menschsein zu tun. Denn als Jesus auf die Welt kam, da war er ja dann nicht nur Gott, er war ja auch Mensch. Und dieses Menschsein erinnert uns an etwas, was wir alle mal erleben werden. Das haben die Menschen vor uns schon erlebt und das werden alle Menschen nach uns erleben. Ob sie nun Babys sind, Jugendliche und Erwachsene. Irgendwann kommt für uns dieser Tag, der uns allen gemeinsam ist. Was könnte das für ein Tag sein? Welcher Tag wird das sein? Und wir werden gleich zum Beispiel davon auch hören, das sind Menschen, die haben diesen Tag schon erlebt. Was sind das für Leute? Eben vom Tod? Tod, genau. Irgendwann werden wir alle. Und so, wie auch Jesus Christus ja gestorben ist, Gott sei Dank aber natürlich nicht tot geblieben ist, der ist ja auferstanden. Und da haben die Weisen aus dem Morgenland sich schon gedacht, wir müssen das ernst nehmen. Dieser Jesus, der Sohn Gottes, wird Mensch und er wird nicht auf ewig als Mensch leben, sondern der wird auch bald sterben. Aber der wird ja Gott sei Dank auferstehen und wir werden auch aufstehen. So wie alle werden wir auferstehen. Das ist ja das ganz Tolle. Das ist nämlich das Nächste, was uns miteinander verbindet. Also soweit erstmal Gold, Weihrauch und Myrrhe. Wenn ihr Sternsingerinnen und Sternsinger Gold, Weihrauch und Myrrhe mitbringt, manchmal kann man das aussehen, manche Messdiener oder Sternsingergruppen haben das dann auch dabei, dann wollen die auch ein Dreifaches sagen. Gold soll sagen, ihr seid alle wertvoll. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht wertvoll ist. Egal welche Sprache er spricht, egal welches Land, ihr seid wertvoll, wie Gold. Und darum müssen wir aufeinander auch achten, dass wir alle wertschätzen. Dafür steht das Gold. Der Weihrauch der Sternsinger steht dafür, dass das Wehen des Geistes Gottes, so diese Güte, die er hat, die soll zu allen Menschen kommen. Keiner darf von der Güte Gottes ausgeschlossen werden. Und darum ist es gut, dass ihr auch diesen Weihrauch mitbringt. Und dann die Myrrhe, das war früher auch eine Arznei. Da konnte man etwas mit desinfizieren, eine Wunde. Dann heilte das besser. Und so kann auch die Myrrhe ein Symbol dafür sein, dass alle Menschen ein Recht haben auf medizinische Versorgung. Keiner darf ausgeschlossen werden, nur weil er arm ist. Jeder hat ein Recht, Gesundheit zu erleben. Und damit verbunden natürlich auch eine Schulausbildung, einen Beruf. Jeder Mensch hat das Recht. Also Gold, Weihrauch und Myrrhe, Sachen, die ganz wichtig sind. Und über all dem steht letztlich dann der Segen Gottes. Und diesen Segen Gottes, den sollt ihr ja gleich auch den Menschen mitgeben. Und dafür habe ich hier vorne ein kleines Tablett mit Aufklebern drauf. Und wer kann das mal lesen? Liest du das mal? Oder liest du mal? Was steht denn da drauf? Ach so. Eine 20, ein Sternchen.
Ein C plus M plus B plus 22. Und jetzt wäre die Frage, was heißt das? Also 20, 22, das kriegen die meisten von uns noch hin. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist das neue Jahr. Also, gut. Sternchen können wir knicken. Wichtig sind aber die drei Buchstaben C, M, B. Die stehen landläufig für drei Namen. So, das ist jetzt nicht irgendwelche drei Namen, sondern die Namen von den drei Königen oder den Weisen aus dem Morgenland. Nächste Frage, wie heißen die drei, die da im Kölner Dom liegen? Fritz, Heinz, Günther, wen hätten wir denn? Kaspar, Melchior und Balthasar. Sehr gut, sogar die richtige Reihenfolge. Kaspar, Melchior, Balthasar. Wir haben das daraus gemacht, weil für uns immer Namen sind ganz, ganz wichtig. Früher stand das natürlich für etwas anderes und steht es auch heute noch. Es ist nämlich ein Segensaufkleber. Und da muss dieser Segen natürlich auch ausgesprochen werden. Und wisst ihr, vielleicht im Deutschen heißt es, Christus segne dieses Haus, was das denn dann auch in Latein heißen könnte. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ja, ein Blick nach hinten irgendwo. Ne? Also Christus kriegen wir hin. Wie könnte denn Christus auf Latein heißen? Christus, das war schon mal ganz einfach, genau. Und dann Haus, kann man auch die Hand, Mansionem, Christus, Mansionem, Benedicat. Christus, Mansionem, Benedicat, Christus segne dieses Haus, segne letztlich uns alle. Darum geht es, dass wir gesegnet werden, dass die Menschen, die mit uns wohnen, in unserem Haus, in unseren Familien, in Gruppen, dass unsere Ortsgemeinschaft gesegnet wird. Diesen Aufkleber werdet ihr gleich verteilen, nach dem Gottesdienst. Und dann sind Sie und ihr auch herzlich eingeladen, nicht nur den Segen zu empfangen, sondern selbst auch Segen zu sein, nämlich durch eine kleine Spende, die wir dann weiterreichen. Vorher wollen wir aber die Aufkleber segnen und danach singen wir ein Lied. So, dann darfst du das mal halten. Stellst dich mal hier in die Mitte. Kommt der Fabio mal. Du kriegst das hier. So, du ein bisschen zurück, denn sonst kann die Kamera uns nicht sehen, wenn du vor dem Hinterm Altar versteckt bist. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt, alle Zeit. In Ewigkeit an. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, für uns wurdest du geboren im Stall zu Bethlehem. Zu dir sind gekommen die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland. Von dir haben sie Segen empfangen und Segen einander bereitet. Wir bitten dich, segne diese Aufkleber. Segne all jene, die diese Segen empfangen und segne natürlich auch uns, die wir selbst zum Segen anderer in dieser Welt leben wollen. Darum bitten wir dich, der du lebst und Leben schenkst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.